Herzlich willkommen zur aktuellen Folge von Auf ein Tee. Eigentlich sollte das hier der Jubiläumspodcast werden. Wir wollten ihn im Oktober diesen Jahres veröffentlichen, wenn Montour Partner Communications 20-jähriges Jubiläum feiert. Jetzt war gerade eben die Aufnahme des Podcasts und schon beim Entstehen war irgendwie die Entscheidung ganz schnell klar, dieser Podcast, der muss raus und der muss unter Menschen. Nicht erst im Oktober, sondern jetzt. Worum geht's? Gehört und gelesen habt ihr sicher alles schon von ihm. Er ist vielleicht der bekannteste Hirnforscher Deutschlands. Er schreibt Sachbücher, hält Vorträge, organisiert Kongresse, arbeitet als Berater für Politiker und Unternehmer und er ist ganz wahnsinnig häufig Gesprächsgast in Rundfunk und Fernsehen. 2015 gründete er dann sogar die Akademie für Potenzialentfaltung. Vielleicht war der eine oder andere von euch sogar schon dort. Die Rede ist von Gerald Hüther. In seiner Öffentlichkeitsarbeit geht es ihm immer wieder um die Verbreitung und Umsetzung von Erkenntnissen aus der modernen Hirnforschung und er versteht sich als Brückenbauer zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und der ganz individuellen Lebenspraxis. Ziel seiner Aktivitäten ist es, die Voraussetzungen für die Entfaltung menschlicher Potenziale immer günstiger werden zu lassen. Warum erzähle ich das jetzt dir und euch? Vielleicht hast du ja auch eine Idee, welches Potenzial noch in dir schlummert, das du zwar immer mal fühlen kannst, aber irgendwie noch nicht so richtig ins Leben bringen konntest. Und kennst du die Faktoren, die dich hemmen oder die auch euer Team hemmen auf dem eigenen Weg? Und kennst du vielleicht auch die, die als Turbobooster funktionieren? Für mich ist das Gespräch mit Gerald Hüther eins der emotionalsten und tiefgründigsten gewesen, das ich bisher im Rahmen von Auf ein Tee führen durfte. Danke, Professor Hüther, für all die Gedanken und Impulse, die Sie mit uns geteilt haben. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt erstmal ganz viel Freude beim Hören. Auf einen Tee mit Andrea Montua. Der Podcast für interne Kommunikation, Führungs- und Veränderungsthemen. Dr. Hüther, ich freue mich wahnsinnig, dass Sie da sind. Herzlich willkommen in unserem Podcast Auf ein Tee. Guten Morgen. Ja, ich grüße Sie und freue mich auch. Haben Sie einen Tee oder haben Sie einen Kaffee da oder ganz was anderes? Ich habe jetzt schon einen Kaffee. Macht nichts, wir bleiben trotzdem bei Auf einen Tee. Sagen Sie, ich würde gern direkt reinstarten mit einer Aussage, die ich von Ihnen gelesen habe und die ich toll fand, die ich aber, glaube ich, ein bisschen erklärt kriegen möchte. Nämlich Glück heißt, Probleme zu lösen. Was meinen Sie damit? Ja, ich bin ja Hirnforscher und wenn man da so ein bisschen nachschaut, die Hirnforscher haben so ein bisschen diese unglückliche Botschaft verbreitet, dass man dann glücklich ist, wenn im Hirn Serotonin ausgeschüttet wird oder wenn das Belohnungszentrum da aktiviert wird oder was auch immer das so sein mag. Und das ist wirklich, das ist schrecklich simpel. Also es ist nicht nur simpel, es ist furchtbar verkehrt. Okay. Ich dachte das bis eben auch. Also ich bin jetzt mal ganz ehrlich. Ja, und dann versuche ich so einen Blick herauszubinden und Menschen dabei zu helfen, das zu verstehen. Und der einfachste Weg ist, dass man sagt, das Gehirn möchte immer einen Zustand erreichen, in dem alles da oben möglichst gut zusammenpasst. Ich glaube, das kann man auch gut verstehen. Das macht man ja auch in jeder Familie so und jeder Ameisenhaufen macht das so. Das scheint ein universelles Prinzip zu sein, wie sich Leben organisiert, nämlich so, dass es irgendwie zusammenpasst. Der Hintergrund da, es ist auch spannend, der ist zu suchen im zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Weil dann, wenn alles gut miteinander harmonisiert und in guten Wechselbeziehungen ist, wird die wenigste Energie verbraucht. Und das braucht ein lebendes System, damit es stabil bleiben kann. Also versucht auch unser Hirn ständig, alles so zu organisieren, dass es gut zusammenpasst. Und dann passt es natürlich nie so richtig zusammen. Wir lassen uns dann natürlich einreden, es gibt sowas wie ein Himmelreich und Schlaraffenland, da wollen auch viele hin. Oder die nächste Traumreise und was noch so alles. Und da denken wir, das sei nun Glück, wenn wir dort angekommen sind. Aber das ist eben grottenfalsch, weil Glück ist kein Zustand. Also wenn das Leben darauf aus wäre, Zustände zu erreichen, dann wäre der Tod
der einzige Zustand, der zu erreichen ist von dem Leben. Alles andere ist Entfaltung. Hm. Das heißt, das Leben ist in einem fortwährenden Prozess der Entfaltung. Mhm. Und jetzt kann ich Ihre Frage schön beantworten. Wie will man sich entfalten, wenn man im Schlaraffenland sitzt oder im Paradies? Kann sich kein Mensch entfalten. Da müssen Sie Probleme haben. Da muss es immer mal wieder knirschen im Gebälk. Da müssen Sie immer wieder erleben, wie dieser Zustand, wo Sie gerade glücklich sind, es hat, nur jetzt haben Sie es hingekriegt mit Ihrem Partner. Jetzt passt es da oben. Jetzt ist es wunderbar kohärent im Hirn. Jetzt wird ganz wenig Energie verbraucht und kaum haben Sie sich einmal umgedreht, da brüllt wieder jemand dazwischen. Und dann ist es wieder dahin. Und was wir im Lauf des Lebens lernen, ist deshalb nicht, solche Zustände aufrechtzuerhalten, sondern sie immer wieder herzustellen. Das, finde ich, ist also eine sehr dynamische Betrachtungsweise und die entspricht auch dem, was die Menschen so aus ihren Erfahrungen mitnehmen. Es gibt Menschen, die haben anhand der vielen Probleme, die sie hatten, so gut gelernt, Probleme zu lösen, dass denen kaum noch irgendein Problem Angst einjagen kann. Mhm. Und die sagen dann, willkommen Problem, schön, dass du gekommen bist, auch an dir werde ich weiter wachsen. Und da merkt man schon, ja, das ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise ans Leben, als wenn man schon mit schlotternden Knien, hoffentlich passiert nichts. Ne? Dann passiert es gar nicht. Eine ganz andere Lebenseinstellung, das stimmt. Ja. Ich habe auch gelesen, das größte Ziel Ihrer Aktivitäten ist die Schaffung günstiger Voraussetzungen für die Entfaltung menschlicher Potenziale. Und dazu haben Sie ja ganz viele Bücher geschrieben, zur Kindererziehung, zur Bildung, aber natürlich auch viel in Richtung von uns Erwachsenen, auch in Richtung von Mitarbeitenden und Führungskräften. Was sind denn nun die idealen Voraussetzungen, damit wir uns gut entfalten können? Also wenn wir jetzt mal so in dem beruflichen Umfeld so ein bisschen bleiben, was brauchen wir, damit es gut ist? Ich habe jetzt eben gerade gelernt, immer mal ein Problem ist gut, immer mal etwas schwieriger, als ich das bisher gewohnt war, ist gut. Was noch? Was braucht es noch? Es steckt ein bisschen in der Antwort mit dem Problem drin, weil wenn Sie ein Problem haben, dann sind Sie das Subjekt, das dieses Problem löst. Und deshalb ist die richtige Antwort auf Ihre Frage, man kann sich nur entfalten, wenn man nicht von anderen zum Objekt von deren Erwartungen gemacht wird. Oder man bereit ist, die Sichtweise der anderen so zu übernehmen, dass man es nur noch für die tut. Also das Schlimmste, was einem passieren kann in Bezug auf diese Kohärenz im Hirn, ist der Zustand, dass einen jemand zum Objekt seiner Erwartungen, seiner Belehrungen, seiner Bewertungen, am Ende auch noch seine Maßnahmen macht. Und das ist leider eine Art des Umgangs miteinander, den wir in unserer Gesellschaft von Kindesbeinen an lernen, an den wir uns auch gewöhnt haben. Und ich fürchte, das ist auch der Grund dafür, dass es schon seit vielen Generationen nicht mehr richtig vorwärts geht mit uns. Mhm. Also wir müssten das überwinden. Das heißt, wir müssten lernen, wie wir unsere Beziehungen miteinander so gestalten können, dass wir nicht den anderen zum Objekt machen. Da ahnen Sie schon, wie schwer das ist. Dann, das so wollte ich gerade sagen. Jetzt haben wir mal Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Kunden und Verkäufer und Lehrer und Schüler und Politiker und Wahlvolk. Und das, die machen sich alle gegenseitig zum Objekt. Und das ist eine sehr schwierige Position, weil da unglaubliche Reibungsverluste entstehen. Und weil viele Menschen damit nicht zurechtkommen, die müssen ja eine Lösung haben. Also man kann ja nicht so einen inkohärenten Zustand, wenn Sie mich zum Objekt Ihrer Absichten und Ziele machen und mir dann auch sagen, ich sei auch zu blöd und würde hier lauter Quatsch erzählen, dann ist unsere Verbundenheit, die sich gerade hier einzustellen beginnt, sofort zu Ende. Und da habe ich dann eine Lösung, ich schalte das Ding ab und verabschiede mich von Ihnen. Und dann ist wieder gut, aber damit kommen wir nicht weiter. Das ist sozusagen eine Verwicklung. Das ist keine gute Lösung. Eine gute Lösung wäre, wenn ich Ihnen sage, passen Sie auf, so wie Sie hier fragen, das ist irgendwie, da fühle ich mich nicht wohl. Ich fühle mich nicht gesehen. Ich fühle mich nicht wertgeschätzt. Ich habe das Gefühl, Sie wollen mich irgendwo hintreiben. Und ich glaube, Sie reden gar nicht mit mir, sondern mit einem Objekt, was Sie vor sich haben und zu dem Sie mich machen. Das möchte ich nicht. Und dann könnte man miteinander ins Gespräch kommen und das abstellen. Und da weiß ich aus Erfahrung, ich habe ja diese Akademie für Potenzialentfaltung, dass das funktioniert. Das kann man tatsächlich in einem Team miteinander
herausarbeiten könntest, dann auch so weit bringen, dass man die Mitarbeiter einlädt, ermutigt und inspiriert, das mal auszuprobieren. Und die machen das dann und auf einmal wird das als etwas sehr Beglückendes empfunden. Mhm. Das ist ja nichts Anstrengendes. Ich muss nur aufhören, mich über die anderen zu stellen. Auf Augenhöhe begegnen nennt man das immer so, aber da weiß auch keiner richtig, was das sein soll. Und ich nenne es immer, also man müsste zu einer Kultur kommen, wo einer dem anderen nicht sagt, was er machen soll, sondern wo einer den anderen einlädt, ermutigt und inspiriert, sich nochmal zu öffnen für eine neue Erfahrung, an die er sich ohne diese Einladung nicht herangewagt hätte. Und das öffnet dann den Blick und dann kriegen sie ein weites Hirn und dann passt da auch mehr rein. Sehr spannend. Jetzt haben Sie gerade schon erzählt, Sie haben das in Ihrer Akademie auch mit Teams schon gemacht. Wie gehen Sie denn davor? Also was braucht es, um genau diese kleinen Schritte gehen zu können, die dann vielleicht Großes ermöglichen? Weil, wie Sie richtig gesagt haben, das ist nicht das, was wir alle gelernt haben, sondern das ist ja ein neuer Weg. Ja, das wird Sie jetzt auch überraschen, weil, und alle, die uns hier zuhören, auch, weil wir eigentlich nichts weiter machen, als dass wir niemals mit Menschen arbeiten, die nicht wollen. Also bei uns müssen sich die Menschen melden und müssen sagen, ich möchte gerne. Mhm. Und selbst wenn sie sich melden und sagen, ich möchte gerne, würden wir noch länger mit ihnen reden, um rauszufinden, ob sie nur glauben zu möchten und zu wollen oder ob sie wirklich wollen. Und deshalb verbringen wir eigentlich die meiste Zeit unserer Intervention damit, dass wir in diesem Team, in diesen Menschen, in diesen anderen diese Sehnsucht zu wecken versuchen. Dass sie eine Idee davon bekommen, wie das gehen könnte und wie das aussehen könnte. Und dann kriegen die so leuchtende Augen. Und wenn das soweit ist, da brauchen sie kaum noch was zu machen. Das heißt, sie können das ja alle. Die machen es nur nicht, weil in ihnen diese Sehnsucht nicht da ist. Und deshalb ist das was sehr Verrücktes, was wir da machen eigentlich. Wir haben so viele wunderbar, gerade in Deutschland gibt es so viele tolle Programme, Lehrprogramme, Lernprogramme, Coachingprogramme und alles. Und da wird alles aufgeschrieben, der Reihe nach, was man da alles so machen soll. Mhm. Ich komme aus der Wissenschaft, muss jedes Mal so ein Plan gemacht werden, was man da alles der Reihe nach machen will. Und in Wirklichkeit ist das schön, wenn man einen Plan hat, aber wenn man Leute hat, die gar nicht wollen, die in diesen Prozess gar nicht rein wollen, also die zum Beispiel gar keine Mathe lernen wollen, dann nützt auch der schönste Matheplan nichts, der Lehrplan. Und der beste Mathelehrer auch nicht. Und dann ist alles, ein guter Mathelehrer ist nicht einer, der den Kindern gut Mathe beibringt, sondern der den Kindern die Sehnsucht nach dem Zauber der Mathematik weckt. Und das können wir alle nicht, haben wir keine Ahnung. Wird an den Universitäten nicht gelehrt, wird auch für unwichtig. In der Schule vor allem nicht gelehrt. In der Schule auch nicht. Ja, die bringen es auch nicht mit, die Lehrer, weil das auch in den akademischen Studiengängen ja alles keine Rolle spielt. Das ist alles so verkopft und nur mit dem Verstand. Und dann glauben sie, wenn sie denen möglichst viel Wissen mitgeben, kämen die besser in der Schule zurecht. Das ist so ein absoluter Blödsinn. Vor allem und ist es ja auch Wissen, das man nachher gar nicht brauchen kann. Das ist ja noch viel schlimmer. Ja, und wenn man Schüler fragt, gibt es denn irgendeinen Lehrer, bei dem du viel gelernt hast? Das ist aber immer das stimmt, das sind die Geschichten. Man sagt ja immer, der und der, und dann fragt man, warum? Ja, der hat mich gemocht. So einfach. Der hat mich gemocht. Und die anderen haben ihre Arbeit umsonst getan. Es hat viel Geld gekostet und eigentlich eher Schaden gestiftet. Weil dann mag man möglicherweise, weil der Lehrer so ungünstig war, das ganze Leben lang Mathematik nicht mehr. Was wirklich schade wäre. Das stimmt, ja. Okay, wenn ich das jetzt so höre, dann klingt das natürlich in der Theorie, klingt das toll. Und ich denke so, am liebsten sofort anfangen. Jetzt ist ja aber die Welt um uns herum, genau wie Sie es beschrieben haben, ist ja eben anders und ist ja darauf getrimmt, das andere Verhalten zu zeigen. Wenn ich jetzt also in dem eigenen kleinen Kosmos, viele Führungskräfte hören zu, Kommunikateure, HR-Kollegen, wenn man in diesem eigenen kleinen, manchmal ja auch größeren Kosmos, in größeren Unternehmen, damit jetzt anfangen will, wie kann ich das vielleicht auch, ich nenne es jetzt mal gegen den Widerstand, der ja da ist durch das System, also durch die Menge an Menschen, die es ja anders machen. Was geben Sie da auch Führungskräften als Empfehlung mit? Also das haben wir auch schon erlebt. Es ist natürlich schöner, wenn man so ein mittelständiges Unternehmen hat und der Unternehmensinhaber will das.
dann kriegt man es wunderbar durch. Und das, die schaffen es sogar ohne uns. Also das gibt ja so Beispiele, wo die so eine ganz andere Kultur im Unternehmen schon aufgebaut haben und sehr erfolgreich. Und man muss sich das dann auch mal angucken, was die dann so, was für eine Innovationskraft die dann bekommen. Das heißt, das ist schon die richtige Art. Aber wenn es nun so ist, dass man da in einem großen DAX-Konzern unterwegs ist und da irgendwie verloren auf weiten Posten und man auch im Grunde genommen mit den Managern da oben, das sind ja eigentlich auch keine Führungskräfte, die haben ja wiederum die Shareholder da alle als Druckmittel oben drüber, die sie auch wieder zu Objekten machen. Also da geht das einfach nicht. Und dann habe ich aber beobachtet, dass es durchaus möglich ist, irgendwo in einer Abteilung eine kleine Insel zu bauen. Ja, es einfach anders zu machen. Rundherum ist es Chaos und rundherum herrscht da autoritäre Zwangsherrschaft und in dieser kleinen Insel sind die glücklich unterwegs. Das sehen andere sogar. Die merken, die gehen gemeinsam zum Essen, die machen auch mal abends was zusammen, die fühlen sich offenbar an der Arbeit wohl. Und dann fragen die dann auch ein bisschen, was habt ihr denn, was macht ihr denn hier? Und da ist es bisweilen sogar so, dass von dieser kleinen Insel so Wellen in den Betrieb hineinwirken und möglicherweise dann noch andere davon angesteckt werden und mitmachen. Also das will nichts anderes sagen, als dass es wohl immer von unten nach oben gehen muss in so großen Unternehmungen. Das gilt vielleicht auch für unseren Staat. Wir können ewig warten, bis da mal eine andere Regierung kommt. Das ist alles wahrscheinlich vergebliches Warten. Aber wir können jederzeit anfangen, hier vor Ort in der Kommune oder in der Stadt, Familie, im Dorf, in der Familie, bei mir selbst, ne, wo ich zu Hause bin, was anders zu machen als bisher. Und dann sieht man möglicherweise sehr schnell, dass das viel mehr Freude macht und dass dann auch diese Freude am Leben wieder zurückkommt. Das ist ja das, was ich am bedauerlichsten finde, dass die Leute sich selbst funktionalisieren, sich mit ihren Funktionen auch noch identifizieren und dann in so einem selbstgebauten Hamsterrad umherrasen und nicht wieder rauskommen und dabei ihnen die ganze Freude am Leben vergeht. Also fragt man sich ja, wie kann denn jemand so wie weit kann das passieren? Gehen? Das ist eine Verwicklung. Das war ihre einzige Lösung, die sie gefunden haben. Was das Hirn sich ja merkt, das ist vielleicht noch spannend, was das Hirn sich merkt, was in Form von Netzwerken da oben verankert wird, sind ja nicht die Probleme, das sind die Lösungen. Und manche Lösungen sind in dem Moment, wo man sie da findet, erstmal okay. Als sie damals mit 5 diese Lösung gefunden haben, war das ganz okay, das ging nicht anders. Aber wenn sie jetzt mit ihrem Alter immer noch damit herumrennen und glauben, davon würde das Glück abhängen, dann war das möglicherweise. Das ist ein kleiner Druckschluck. Wir reden ja jetzt gerade schon so ein bisschen über das Thema Potenzialentfaltung. Wenn jetzt aber der eine oder andere Zuhörer, Zuhörerin sich fragt, ich kenne eigentlich mein Potenzial gar nicht so richtig. Wer bin ich denn eigentlich hinter dem, was sich da so verwickelt hat, um mal in Ihrer Wortwahl zu bleiben? Wie komme ich denn da hin? Den würde ich erst mal trösten und würde sagen, das ganze Leben ist ein Prozess, in dem man zunehmend Potenzial verliert. Größte Potenzial hatten wir beide mal, als wir noch eine unbefruchtete Eizelle gewesen sind. Schon mit der Befruchtung war die Hälfte des Potenzials weg. Das ist eigentlich tragisch. Da sitzen wir hier jetzt als zwei Hälften, die jetzt irgendwie versuchen müssen, miteinander klarzukommen. Nein, das ist tatsächlich so, dass jeder Differenzierungsprozess, auch jeder Spezialisierungsprozess mit einer Einschränkung einhergeht, nämlich wenn man das eine macht, kann man das andere nicht mehr machen. Ich kann nicht gleichzeitig, was weiß ich, also Hochspringer sein. Und gleichzeitig noch Schachspieler. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil ich schon alleine aus zeitlichen Gründen dem einen oder dem anderen dann den Vorzug geben muss. Das ist im Körper genauso. Da haben sich die Zellen auch alle differenziert und sind Leber und Lunge und geworden und machen da auch einen Bombenjob. Nur in unserem Körper, im Organismus hat das schon besser geklappt als in unserer Gesellschaft, weil in unserem Körper würde das nicht denkbar sein, dass die Lungenzellen mit den Leberzellen darum streiten, wer besser ist. Die machen ihren Job.
Die machen ihren Job. Aber die wollen die respektieren auch, wie sie sich richtig gesagt haben. Ja, aber jeder trägt auf seine Weise dazu bei, dass das Ganze, nämlich mein Überleben, gesichert bleibt. Das wäre dann Zukunftsmusik einer Gesellschaft, nämlich dass man durchaus Potenzial Einschränkungen hinnehmen kann in der Gestalt, dass man dann ein Fachidiot oder ein Leistungssportler wird, der nicht mehr so sehr viel kann. Das dürfte man aber nur dann zulassen gesellschaftlich, wenn gewährleistet wird, dass diese Spezialisten dann auch aufs Engste mit anderen verbunden sind. Also wenn alle Spezialisten, zum Beispiel wenn Wissenschaftler wirklich miteinander reden würden über die Disziplinen hinweg, wäre ja alles gut. Das Problem steckt ja darin, dass die also glauben, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen in ihrer jeweiligen Disziplin und die anderen seien alle blöd und dann müssen sie die wieder zum Objekt ihrer Belehrung, Bewertung und so weiter machen. Und dann haben wir das Theater, was wir jetzt schon die ganze Zeit sehen, das endet meistens im Krieg. Wenn man jetzt aber genau danach sucht, was so vielleicht sogar die Spezialisierung ist, die man in sich trägt, wie dann am besten? Ich glaube, das sieht man am besten dann, wenn man aus dem Druck mal rauskommt und sich, jetzt ist ja Urlaubszeit und man sich in dieser Zeit einfach mal auf das Leben einlässt, so wie es ist. Also mal, vielleicht geht man mal tanzen und merkt, dass man eigentlich schon 20 Jahre nicht mehr tanzen gewesen ist und dass das nichts Schöneres gibt als mit anderen Leuten, meinetwegen auch im Mittelmeerraum mit denen, die noch ein bisschen mehr Körperlichkeit einbringen, dass man das mal wieder erlebt. Der eigene Körper ist etwas, ist vielleicht das Lebendigste, was wir haben. Wenn wir den vernachlässigen und den nur als Funktionsmaschine benutzen, um unsere Aufgaben zu bewältigen, dann ist auch schnell Schluss mit der Verbindung zu sich selbst. Und wer sich selbst dann nicht mehr spürt, der spürt auch, glaube ich, nichts mehr von der Welt. Also das wäre so eine Möglichkeit, mal noch den eigenen Körper wieder zu entdecken. Denn Natur ist auch was Großartiges. Ist die Natur, da bin ich als Biologe natürlich ein bisschen im Vorteil, weil ich dann also nicht einfach nur über die Wiese latsche und sage, und sie ist so schön bunt, sondern ich kenne dann auch diese wunderbaren Pflanzen alle. Auch das ist ein schönes Beispiel. Wenn man sich auskennt, wird das schöner. Nicht? Das ist auch schön, wenn man keine Ahnung hat und es anguckt, aber es wird mit diesem Wissen, was man hat, und mit dem man da drauf schauen kann, eigentlich viel reicher. So. Und das gilt jetzt auch noch für eine Beziehung. Also Sie können auch in einer Beziehung zu einem Mann oder einer Frau oder zu Ihren Kindern oder zu Ihren Arbeitskollegen, das ist doch viel reicher, was Sie da alles entdecken könnten, als das, was Sie da im Augenblick sehen. Fragen Sie sich mal, was Sie eigentlich an dem anderen mögen. Ob es da nicht neben den ganzen furchtbaren Eigenschaften und Verhaltensweisen, ob es da nicht auch irgendwas gibt, was Ihnen gefällt. Ja, und dann gucken Sie mal, was passiert, wenn Sie diesen Partner oder die Partnerin dann mit anderen Augen anschauen, nämlich mit dem Blick auf das, was Ihnen gefällt und nicht auf ständig mit diesem Vergrößerungsglas auf das, was Ihnen da nicht gefällt. Das ist könnte ein ganz anderes Zusammenleben werden. Und ich glaube, dass das die große Aufgabe unserer gegenwärtigen Epoche ist. Wir müssen lernen, anders miteinander umzugehen. Das ist die Transformation. Das ist der große Wumms. Das ist die Zeitenwende. Nicht, dass wir uns hier weiter aufrüsten und den Krieg, den wir in uns selbst tagtäglich vollführen, nun auch noch in die Welt tragen. Das wäre mal wirklich eine andere Aufgabe, zu gucken, wie wir erstmal in uns selbst Frieden finden, damit wir nicht dauernd da draußen so viel kriegerische Auseinandersetzungen erleben müssen. Jetzt bin ich fast versucht, hier den Podcast zu beenden, weil das so ein schönes fast Schlusswort ist. Aber das tue ich jetzt nicht, weil ich habe noch ganz viel Fragen. Ja, wir kriegen noch eins hin. Es hat mich gerade berührt und deswegen habe ich gedacht, das wäre jetzt eigentlich genau der Moment zu sagen, so Schluss. Ich habe gelesen, als ich mich vorbereitet habe, dass Sie sich ja auch viel mit dem Thema Lernen und Emotionen beschäftigen. Wir lernen besser, habe ich gelernt, wenn wir eine emotionale Verbindung zu dem haben, was wir lernen, oder zu dem Drumherum, zu der Umgebung. Können Sie da ein bisschen mehr dazu erzählen? Weil ich finde das sowohl für all diejenigen unter den Hörerinnen und Hörern, die Kinder haben, spannend, aber natürlich auch für uns selbst. So, also was passiert da in unserem Hirn? Ja, wir sind ja keine Maschinen. Und auch wenn wir das manchmal so ein bisschen selber so mit uns selbst und anderen versuchen, da wird auch nichts reinprogrammiert.
Das, ich kann auch einen anderen Menschen nicht verändern. Ich kann ihm nur eine Chance geben, dass er das selber will. Und dann machen muss er es alleine. Mhm. Und Lernen ist im Grunde genommen ein Grundmerkmal alles Lebendigen. Also wir sind da auch ein bisschen vollkommen schräg unterwegs, wenn wir immer denken, Lernen ist was, was in die Schule gehört. Ja, klar kann man in der Schule auch was lernen, aber vorwiegend, wie man Lehrer ärgert, wie man mit den blöden Leuten dort zurechtkommt. Und das sind wichtige Lernerfahrungen, die man im Leben dann auch später braucht. Aber ob man jetzt diese Integralrechnung oder die Photosynthese da bis ins letzte Detail noch braucht, gerade in der heutigen Zeit, wo das nun alles eigentlich Wissensinhalte sind, die man auch irgendwo abrufen. Das halte ich für fragwürdig. So, und dann mache ich auch immer diese Untergliederung. Im Deutschen ist es ja auch so schön, dass wir so wunderbare Worte haben. Wissen ist relativ uninteressant. Das kann ja auch mein Smartphone. Ne? Da ist inzwischen mehr Wissen drin als hier oben in meiner Birne. Das heißt, das ist nett, wenn ich was weiß, aber das hat ja eigentlich keine große Bedeutung. Das ist jetzt bitter, was ich sage, aber wenn es wenigstens so weit käme, dass ich es erkenne, ist das schon was anderes. Etwas, was ich erkannt habe, ist was anderes als etwas, was ich auswendig gelernt habe. Und da merkt man schon, Wissen kann man auch auslagern, man kann auch gezwungen werden, sich Wissen anzueignen, aber etwas zu erkennen, ist eine subjekthafte Leistung. Das bin ich, denn nicht Sie haben was erkannt, ich. Und wenn ich es endlich erkannt habe, wie das zusammenhängt, dann vergesse ich das auch nicht wieder, aber es bleibt eben immer noch nur oben im Kortex. Es ist eine kognitive Leistung, deshalb heißt es ja auch erkennen. Es hat was mit diesem Verstand zu tun. Und dann gibt es im Deutschen noch ein Wort, das heißt begreifen. Hallo, jetzt kommen wir plötzlich auf die Ebene der Hände. Also jetzt kommt der Körper mit rein in diesen Lernprozess. Und das Schönste, was ich am meisten mag, ist dieser Begriff Verstehen. Also das geht bis runter in die Füße. Wenn ich wirklich etwas richtig verstanden habe, das kann ich nicht mehr so weitermachen wie bisher. Das hat mich von Kopf bis Fuß erfasst. Und deshalb müsste es in all diesen Prozessen, wo wir immer lernen, draufschreiben, eigentlich ums Verstehen gehen. Wenn ein Kind die Photosynthese verstanden hat, dann weiß es auch, warum die Blätter grün sind. Ja, und nicht wie jetzt, wo die den Elektronentransport an den Chloroplasten auswendig gelernt haben und noch nicht mal wissen, wozu das alles überhaupt gut ist. Das ist richtiger Unsinn und deshalb habe ich jetzt die Antwort auf Ihre Frage auch ein bisschen ausführlicher gemacht. Sie merken, damit man sich etwas merken kann, muss es einem auch was nützen. Also das muss eingebettet werden in was Ganzes, das muss ich integrieren in mein gesamtes bisheriges Wissen und in meinen bisherigen Erfahrungsschatz. Und deshalb geht das ja auch so schrittweise. Deshalb macht es keinen Sinn, jetzt Kindern in der Grundschule schon beizubringen, was es da alles für Geschlechter auf der Welt gibt. Das kommt später. Und das ist jetzt noch nicht das Thema, mit dem die sich beschäftigen. Und wir überfallen Kinder häufig mit unseren Themen und schreiben ihnen vor, was sie zu lernen haben und wundern uns dann, dass sie auf uns nicht mehr hören und auch gar keine Lust haben, nicht nur das, sondern auch alles andere nicht mehr zu lernen. Das ist sehr ungünstig, wie wir da unterwegs sind. Aber die frohe Botschaft aus der Hirnforschung, damit Sie wieder einen neuen Abschluss haben für den Podcast, die heißt, wir sind nicht dazu verdammt, immer so weiterzumachen. Wir können das ändern. Das ist, aus meiner Sicht die interessanteste Erkenntnis, die da rausgekommen ist. Ja, wir haben so ein wunderbar plastisches, formbares Gehirn, das nicht mehr wie bei den vielen Tieren noch durch genetische Programme so aufgebaut wird, dass sich da nichts mehr dran ändern lässt, sondern es ist zeitlebens veränderbar. Bis zum letzten Atemzug kann man sich da noch eine neue Verschaltung da oben reinbauen. Es heißt aber dann auch, dass wir im Grunde genommen nicht festgelegt sind. Wir sind Suchende. Wir können uns auf dieser Suche verirren. Das ist auch menschlich. Das dürfen wir uns auch verzeihen, wenn wir da mal wieder in die Irre gerannt sind und uns verwickelt haben. Aber wir müssen nicht ewig so weitermachen. Wir können uns gegenseitig helfen, aus diesen Verirrungen und Verwicklungen wieder rauszufinden. Das ist eine schöne Geschichte. Also dann weiß man plötzlich, was das heißt, wenn ich sage einladen, ermutigen und inspirieren. Mach dich noch mal auf. Guck noch mal, was noch alles geht. Was noch da ist. Ja, und hör auf, immer auf irgendwelche finalen Zustände zuzusteuern. Der einzige finale Zustand, den du erreichen kannst, ist das Grab unter der Erde.
Das ist final. Alles andere ist unterwegs. Ja. So weit wollen wir jetzt noch gar nicht gehen. Ich würde das, was ich gerade gelernt habe von Ihnen, das würde ich jetzt gerne einmal mitnehmen in Change-Prozesse, Veränderungsprozesse. Das ist ja gerade so, dass in den Unternehmen ein Veränderungsprozess den nächsten jagt. Und wir zumindest erspüren können, wenn wir reinkommen in die Organisation, dass da auch viel Verunsicherung ist, viel Angst ist. Jetzt habe ich gelernt, weil ich mich natürlich schon ein bisschen auch mit Ihrem Feld beschäftigt habe, dass das unseren präfrontalen Kortex zumacht. Das heißt, Sie hatten es gerade selber schon gesagt, ne, wenn wir in der Offenheit sind, dann kann Neues reinkommen, wir können neu denken. In solchen Situationen macht uns das eher zu. Jetzt haben wir aber diese Veränderungssituation. Was machen wir damit? Also gerade, wenn ich an Führungskräfte denke, die in der Zwickmühle sitzen, der Change-Prozess muss umgesetzt werden. Das Unternehmen ist vielleicht wirklich auch nur weiter wirtschaftlich, wenn es sich verändert, auch schnell verändert, maximal verändert vielleicht sogar. Wie gehen wir damit um? Es ist ja so ein bisschen Zwiespalt sein, oder? Ja, es gibt natürlich immer noch Unternehmen, die durchaus Gewinne erwirtschaften, wenn die Mitarbeiter alle ihre vorgeschriebenen Arbeiten erledigen. Wo man an der Kasse sitzt und da wird einem gesagt, was man zu tun und zu lassen hat. Und wenn man aufs Klo geht, wird man dabei noch sozusagen gefilmt oder mit einer Zeituhr, mit einer Stoppuhr verfolgt. Das kann man sich leisten, wenn man einen Betrieb hat, in dem es nur darum geht, dass der überlebt, also stabil bleibt. Mhm. Das ist eine Besitzstandwahrungstruppe. Mhm. Die kämpfen natürlich um ihre Gewinne, aber eigentlich geht's wirklich um nichts weiter als diese Gewinne zu machen. Und dann gibt es andere Unternehmen am Markt, die haben gemerkt, dass sie nur überleben können, indem sie sich ständig verändern. Das sind die Innovativen. Und die allerinnovativsten sind die Startups, die überhaupt ganz unten anfangen und noch gar keine Strukturen haben. So, und dann kann man von den Startups eigentlich am besten lernen, wohin die anderen müssten, die auch so innovativ unterwegs sind. Die haben keine Hierarchien mehr, die haben noch nie welche gehabt. Die hängen an den Themen, und das ist nicht Arbeit, was sie da verrichten, sondern es ist eine Tätigkeit, der sie mit Begeisterung nachgehen. Das sind Leute, die wie Freunde miteinander verbunden sind. Also da braucht man auch keinen Teambildungsprozess zu machen. Da funktioniert das alles wie von alleine. Und jetzt kommt der kritische Punkt, weil sie ein gemeinsames Anliegen haben. Das scheint das Geheimnis aller gelingenden Zusammenarbeit zu sein. Man muss, damit man die individuellen Unterschiede und auch die, nennen wir es mal, Partikularinteressen unter einen Hut bringen, muss man ein gemeinsames Anliegen haben. Das kann ein gemeinsamer Glaube sein. Das hatten wir vielleicht auch in früheren Zeiten mal. So waren wir eben alle brave Katholiken oder so und haben was auch immer gottgefällig gelebt. Ich sehe das mit sehr viel Ehrfurcht, weil das hat uns wenigstens eine Orientierung gegeben. Und heute ist es dann das Purpose-Thema, richtig? Also und ja, aber dieses Purpose ist eben schon auch hier wieder aus dem Englischen. Das hat was mit Zweck zu tun. Das ist die Verzweckung. Und ein Anliegen kann niemals ein Zweck sein, weil ein Anliegen ist auch etwas, was kein fertiges, finales, erreichbares Ziel beinhaltet. Also wenn ich Ziele habe, also ich will die Projektgruppe jetzt aufbauen und die hat das Ziel in 2 Jahren, das Projekt dort und dorthin dann, ja, das schaffe ich dann. Dann habe ich 2 Jahre lang möglicherweise eine Gruppe, die daran zieht und auf das Ziel hin arbeitet. Aber wenn das Ziel erreicht ist, ist aus. Dann gehen die wieder auseinander. Also das ist, man braucht etwas, was nicht durch ein Ziel abgebrochen werden kann. Und das wäre dann ein Prozess, in dem man dann hineingeht. Man könnte sagen, wir wollen deshalb zusammenarbeiten, damit wir uns gegenseitig helfen, unsere Potenziale zu entfalten. Da wären sie nie fertig. Wir wollen deshalb arbeiten, weil wir der ganzen Welt zeigen wollen, dass Innovation nur so gelingen kann, wie wir das machen und nicht anders. Also da gibt es so viele schöne Dinge, die man sich da gemeinsam raussuchen kann und die alle darauf hinauslaufen, dass sie einen Weg beschreiben, aber nicht ein
Ziel. Und das kann man dann nicht mehr Purpose nennen, weil Purpose hat immer ein Ziel, ja, einen Zweck und ein Ziel. Ja, das stimmt. Mhm. Verstanden. Wenn Sie den Hörerinnen und Hörern etwas, also ich merke schon selber beim Formulieren der Frage, dass Sie wahrscheinlich gleich sagen, nee, das mache ich nicht. Ich wollte fragen, ob Sie den Tipps mit auf den Weg geben könnten. Oh, das hat mich gelohnt. Unser Gespräch hat sich oder? Gelohnt. Es passiert genau, was Sie in ahnen, meinem Kopf. Dass ich kein Ratgeber bin und dass ich andere nicht zum Objekt meiner oder? Klugscheißerei Sag, mache. Ja. Ich habe es verstanden. Super. Gut, jetzt muss ich aber die Frage umformulieren. Also ich würde eigentlich den Hörerinnen und Hörern die Möglichkeit geben, jetzt aus dem bisher Gehörten vielleicht so mit 1, 2, 3 Schritten rausgehen zu können und, wie Sie gerade sagten, in die Urlaubszeit oder in den Alltag, in den beruflichen gehen zu können, um zu sagen, so ich versuche es einfach mal anders. So, ich finde ja, dieser erste Schritt ist immer so ein ganz wichtiger, so der kleine erste Schritt, damit man sagt, ich probiere es mal anders, so wie das bei mir offensichtlich ja gerade schon passiert ist im Gespräch mit Ihnen. Was könnte das sein? Also welche Frage kann man den Hörerinnen und Hörern mitgeben? Ich glaube, das Schlimmste, was uns allen passiert, wenn wir in diese Mühle geraten, in diese funktionale Mühle, wo es dann am Ende wie in so einem Hamsterrad weitergeht, ist, dass wir unsere uns angeborene Entdeckerfreude verlieren. Also das nennen wir immer Neugier, obwohl ich das nicht mag, weil das kommt ja aus dem vorigen Jahrhundert und da hatten die Leute was dagegen, dass einer anders gedacht hat als andere. Aber wenn das im Urlaub gelänge, dass man wieder diesen offenen Blick kriegt, wo man plötzlich einfach die Dinge anschaut und sich hinsetzt und sich einfach nur freut, dass das hier jetzt so aussieht. Und dass man jemand ist, der, was man für ein Glückspilz ist, dass man das jetzt im Augenblick erleben darf, am Strand zu sitzen und da vorn sind die 3 Kinder, die man mit seiner lieben Frau gezeugt hat, mit der man ständig Streit hat. Und diese 3 Kinder machen den Eltern vor, wie es geht, dass man zusammenarbeitet und wie neu, wie sozusagen, wie das Leben Freude machen kann. Einfach so banale Sachen. Und wer da überhaupt nichts davon hinkriegt, auch nicht in Urlaub ist, macht einfach mal das Experiment, was da eigentlich passiert, wenn man durch die Stadt geht und mal den einen oder anderen anlächelt. Ja, das ist also Wahnsinn. Die meisten gucken sind irritiert, gucken total irritiert und wissen erstmal nicht. Aber die meisten lächeln zurück. Aber das stimmt. Ist auch neurobiologisch ein interessantes Experiment. Da zeigt man sich im Lächeln, zeige ich mich als Subjekt. Ich kann nicht als Objekt lächeln. Ich zeige mich in meiner Einzigartigkeit und mit einem lieben Lächeln. Und das ist zwangsläufig für die meisten Menschen eine Aufforderung, der die unbewusst sofort nachkommen, sich auch zu zeigen. Das stimmt. Das ist auch interessanterweise etwas, wo man sich auch offenbaren kann. Eltern haben oftmals das Problem, dass sie dann nicht, also irgendwie später merken sie dann, dass das nicht alles so optimal war, was sie da mit ihren Kindern angestellt haben. Und die Beziehungen sind sehr zerrüttet und das ist durchaus ein Weg, dass man sich dann als Mama oder Papa mal in Ruhe mit dem Mädchen oder dem Jungen zusammensetzt und sagt, du, ich habe das auch nicht hingekriegt. Ich wollte es gerne anders, aber es ist nicht geworden und ich war da auch viel zu sehr noch mit im falschen mit mir. Keine Ahnung. Und tut mir leid, bitte, ich hätte es gern anders gekonnt. Das ist so eine Offenbarung für das Kind, dass ich das in allen Fällen, wo das bisher jemand versucht hatte, hat das Kind dem Papa in den Arm genommen und hat gesagt, ja, ist nicht so schlimm, Papa. Ne? War scheiße, aber ist nicht so schlimm. So, was sind denn das für Sternstunden? Da geht einem das Herz auf. Ja. Und das muss man sich machen, das kommt nicht von allein. Ja. So, jetzt beende ich tatsächlich den Podcast und ich beende ihn anders, mein Technikkollege wird es wissen, als alle Podcasts bisher, weil es gibt eigentlich immer eine letzte Frage und ich finde das, was Sie aber gerade gesagt haben, finde ich, ist ein so schönes Ende für den Podcast, dass ich hier jetzt aufhören möchte. Ich danke Ihnen von Herzen für das Gespräch. Das war ein sehr warmes Gespräch, also mir ist zumindest warm geworden und nicht nur wegen der Inhalte, sondern auch wegen der Emotionalität und ja. Ich danke Ihnen für das, was Sie den Hörerinnen und Hörern mitgegeben haben. Ja, sehr gern. Und ich danke Ihnen auch. Und herzliche Grüße an alle, die uns hier zugehört und zugeschaut haben. Danke. Das war Auf einen Tee mit Andrea Montua. Der Podcast für interne Kommunikation, Führungs- und Veränderungsthemen.
Mehr Infos zum Podcast findest du auf www.aufeinentee.de. Um keine Folge zu verpassen, kannst du den Podcast kostenfrei in jeder Podcast-App, bei iTunes und Spotify abonnieren. Wir freuen uns über Feedback und Anregungen per Mail an feedback@aufeinentee.de.